Jo, hallo liebe Freunde, hier bei Let's Play The Elder Scrolls Online mit mir im Partizan LP. So, der erste Eindruck, das sieht, wir sehen eigentlich schon recht gut aus mit der Rüstung, finde ich. Aber wir reden jetzt mit der Ork-Banditin Sugar. Verdammter Müll. Mehr ist das nicht. Es sollen alle wissen, dass Jerins Eisenhütte nichts als Mist verkauft. Sie nennen es Schwerter, aber sie könnten nicht einmal dann eine Klinge schleifen, wenn ihr Leben davon abhängen würde. Selbst die Schornhemmwache hat besseren Stahl als das. Oh nein, nicht noch einer. Was braucht es, um Anwerber zu werden? Die Unfähigkeit, gesprochene Sprache zu verstehen? Wenn ich es euch aufschreiben soll, dann kann ich es euch auch in den Arsch ritzen. Ich habe es der alten Sau von Taya schon gesagt. Eher fress ich Kuhmist, als dass ich der Wache beitrete. Ein Haufen von Elfenkuschlern, die durch Kluftspitze hetzen und Arschtritte kassieren. Diejenigen, mit denen ich mich so abgebe, fressen die Mitglieder der Schornhelmwache zum Frühstück. Ihr seht mir aber zäher aus als die übliche Wache. Aber ich schätze, mein Freund würde auch mit euch den Boden wischen. Wollt ihr darauf wetten, wie lange ihr gegen ihn durchhaltet? Oder darauf, dass ihr gleich bei seinem Anblick den Schwanz einzieht. Nein, es könnte aber lustig werden. Besiegt meinen Freund und ich verpflichte mich. Wenn er euch besiegt, tja, dann nimmt er sich einfach eure Ausrüstung und lässt euren Kadaver auf der Straße liegen. Nehmt einfach die Straße, die nach Süden aus der Siedlung führt. Dort betreiben wir unsere Geschäfte. Kümmert euch nicht darum, Govelet zu finden. Er wird euch finden. Und erwartet keine formelle Herausforderung. Seid einfach bereit zu kämpfen. Ich werde dort sein, falls ihr euch doch entscheidet, ein zu großer Feigling zu sein. Ja, große Klappe hier. So, wo ist er denn? Aber ich glaube, der wird recht heftig werden. Ich hoffe, meine Annahme bestätigt sich nicht zu sehr. Wir müssen eh in diese Richtung, oder? Ach Gott, wieder alles so, ja. Sind wir schon richtig unterwegs? Besiegt Govelet. Ich zieh mal einfach. Ach, da wäre er sogar. So, das ging schnell, weil der da dabei war. So, und jetzt sprechen wir mit dir. Reiten wieder oder laufen zurück. Das ging ja einfach. Das ging ja extrem einfach. So. Wie böse. Ist das ein Stück von Govelets Gehirn auf eurem Stiefel? Was seid ihr? So eine Art Monster? Nur ein Witz, selbstverständlich. Ihr habt ihn geschlagen, ja? Ich bin beeindruckt. Nö. Das hat dieser Bastard verdient. Dafür, dass er hinter meinem Rücken mit dieser kleinen Schlampe von Bosma herummacht. Ich habe mich schon selbst um sie gekümmert. Nein, ich hege keinerlei Groll. Ich würde sogar sagen, das war die reibungsloseste Trennung aller Zeiten. Ich denke schon. Govelet ist tot. Und ehrlich gesagt hatte ich es ziemlich satt, hier neben der Straße zu hocken und die Leute wegen ein paar armseliger Münzen auszuquetschen. Ich versuche es mal mit der Wache. Ihr könnt Hauptmann Taya ausrichten, dass ich bald bei ihr vorbeischaue. Okay. Wo ist sie denn? Die wartet immer irgendwo anders. Kann auch nicht. Oh, doch nicht. Okay, ich nehme wieder alles zurück. Naja, der Versuch war es wert. Ich weiß, dass Sugar eine Spekulation war, mit so einer Einstellung und allem. Ich wäre wahrscheinlich gezwungen gewesen, sie jeden zweiten Tag zu schlagen, nur um sie im Zaum zu halten. Vielleicht ist es besser, dass sie sich nicht zu einer Verpflichtung entschieden hat. Wirklich? Da soll doch glatt ein Argonia-Tantchen zu mir sagen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ihr das hinbekommt. Ihr habt eure Berufung verfehlt, mein Freund. Ihr hättet Anwerber werden sollen. Ihr scheint an niemandem zu scheitern. Während wir warten, dass Sugar uns mit ihrer Anwesenheit beehrt, wie wäre es, wenn ihr mir beim jämmerlichsten Kandidaten der Truppe helft? Wenn ihr diesen jungen Mann rekrutieren könnt, fresse ich meinen Dolch. Okay. Er ist armselig. Julien Rissil. So lautet sein Name. Er ist ein kluger junger Mann. Aber er rennt lieber den Mädchen hinterher, als nach Ruhm zu streben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da insbesondere ein Mädchen. Fanart, das ist er. Aber ein Anwärter ist ein Anwärter, richtig? Nun, ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass keine Frau einem Soldaten in Uniform widerstehen kann. Aber das schien ihn nicht zu beeindrucken. Dann habe ich meine Geduld verloren und ihn angebrüllt. Jetzt geht er mir schon von sich aus dem Weg. Aber wenn Julien irgendjemand überzeugen kann, dann seid ihr es. So, okay. Mir ist auch aufgefallen, dass schon ein paar Mal ein anderer Text da gestanden ist. Jetzt reden wir mal mit Julien. Ich habe euch beobachtet. Ihr geht durch die Stadt und bereinigt das Durcheinander, das diese garstige Soldatin hinterlassen hat, indem sie alle beleidigte. Ihr müsst eine goldene Zunge haben, wenn sich die Leute danach verpflichten. Aber ihr werdet mich nicht überzeugen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Nicht jetzt. Weil ich es fast geschafft habe. Ich mache Gündelin schon seit 3 Jahren den Hof. Und ich spüre, dass ich endlich kurz davor bin, ihr Herz zu gewinnen. Wenn ich jetzt die Stadt verlasse, hat sie wahrscheinlich schon wen anders geheiratet, bis ich wieder zurück bin. Und damit könnte ich nicht leben. Das würde alles perfekt machen. Wenn ich um ihre Liebe wüsste, könnte ich mich verpflichten und mit der Kraft von 10 Soldaten kämpfen. Aber das wird nicht passieren. Es braucht etwas ganz Besonderes, um ihr Herz zu gewinnen. Und ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Viel Glück dabei. Ich versuche schon seit Jahren, schlau aus ihr zu werden. Ich glaube, womöglich spielt sie nur einfach gern mit meinen Gefühlen. Aber falls sie nicht. Okay, dann schauen wir mal da rein und reden natürlich mit dir. Klopf, klopf. Versteht mich nicht falsch. Ihr seid sehr attraktiv und ich bin sicher, ihr seid sehr nett. Aber ich treffe mich nicht mit neuen Verehrern. Ich habe schon meine liebe Not mit diesem armseligen jungen Mann, den ihr sicher schon draußen herumstehen saht. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mögen würde. Er ist mutig, freundlich und nicht hässlich. Er ist vollkommen annehmbar. Er ist nur nicht sehr aufregend. Ich weiß nicht, ob ich ihn liebe. Ich bin mir ja nicht mal sicher, ob er mich liebt. Ich sage es ihm andauernd. Das ist nur so eine kindische Schwärmerei. Ich weiß es nicht. Ich will dieses Gefühl wie in den Büchern. Ich will, dass mir die Wangen glühen und mein Herz schneller schlägt. Ich will Schmetterlinge im Bauch und unsicher sein, ob ich lachen oder weinen soll. Julien langweilt mich einfach. Irgendjemand in dieser Siedlung muss doch romantischer sein. Romantischer Girl, der rennt dir seit 3 Jahren rum. Nach, wie auch immer. Ist da irgendwo ein Bücherregal? Ja, hier. Haha, bei leichter Rüstung. Das ist nur ein Kleiderschrank, das auch, oder? Oh, Dietrich kann ich gut gebrauchen. Das Herz der Liebe. Was ist ein Gundelines Geschmack? Da fragen wir jetzt mal herum. Wenn dieser Hauptmann Taya noch einmal hierher kommt, wird es Verletzte geben. Dieser Schweib hat mich einen Feigling genannt, weil ich lieber arbeite, als der Schornhelmwache beizutreten. Pflichtgefühl? Das ist ein Haufen Guardung. Nicht viel. Sie ist ein hübsches Mädchen, aber ich denke, es ist ihr zu Kopf gestiegen. Sie hat aber ein Herz. Sie ist immer im Gasthaus, wenn ein Musikant vor Ort ist. Ich denke, ihr gefällt Poesie. Okay. Was sagst du, Herr Schmied? Nicht jetzt, mein Freund. Bitte nicht jetzt. Wir haben so viel Arbeit und ich weiß nicht, wie wir sie erledigen sollen. Meint ihr diese hochnäsige junge Frau von gegenüber? Ich weiß, dass sie Bula schon seit Monaten abweist. Ich glaube, sie will einen mit überbordenden Schatz tun. Einen, der ihr schicken Schmuck und so kaufen kann. Mich? Ich denke nicht, dass sie es wert ist. Okay. Die sagen recht unterschiedliche Sachen. Ich habe nachgedacht. Gündelin meint, ich würde sie nicht wirklich lieben. Es sei einfach nur eine verrückte Einbildung. Ich denke, ich muss eine große Geste vollbringen, um ihr meine Liebe zu beweisen. Etwas. Warte kurz, reden wir noch mit den anderen. Der Konstabler und ich nehmen Wetten an, wie lange es dauert, bis Martin einen Offizier verärgert und wieder hier am Pranger endet. Ich wünsche ihm wirklich das Beste, aber mein Geld ist auf 2 Wochen gesetzt. Warum? Wollt ihr meiner Schwester auch den Hof machen? Buhler stehen seit Monaten bei ihr Schlange.
Dieser Julien ist der schlimmste von ihnen. Mir wäre es beinahe gleich, wen sie heiratet, solange es bloß nicht der ist. Einen Augenblick. Ihr fragt doch nicht etwa für Julien, oder? Fein, in Ordnung. Es ist so, was immer ihr tut, schenkt ihr keine Blumen. Sie lassen sie richtig schlimm niesen. Ich würde empfehlen, ihr etwas hübschen Schmuck zu besorgen. Sie liebte immer Mutters Halsketten, als wir klein waren. Sie liebt Schmuck. Gut, dass wir so gut lügen können und jetzt wissen wir auch, was wir machen müssen. Ich habe nachgedacht. Günde liebt was Romantisches, etwas Einzigartiges. Ich weiß, ein Strauß seltener Blumen. Aber ich bräuchte Hilfe dabei, sie zu pflücken. Oder ich könnte sie mit einem Gedicht betören. Natürlich kenne ich keine Gedichte. Oder vielleicht eine wunderschöne Halskette. Was meint ihr? Ich würde die Halskette nehmen. Natürlich. Es heißt, Schmuck sei der Schlüssel zum Herzen jeder Frau. Ich habe nicht viel Gold, aber Kalisa, der Lehrling des Schmieds. Sie sagte, sie könnte mir eine hübsche Kette machen, wenn ich ihr die Edelsteine dafür bringe. Nun, ich weiß, wo wir ein paar Edelsteine bekommen könnten, aber das könnte etwas riskant werden. Die Bitterhand-Banditen haben ein Lager weiter westlich der Siedlung. Und so oft, wie sie andere ausrauben, haben einige von ihnen sicher ein paar gestohlene Edelsteine bei sich. So, dann schauen wir zu diesem tollen Lager. Nur um dir da... Wie weit ist denn das weg? Wo ist denn das? Die Liebenden. Ach, ist gar nicht so weit weg. So, hier irgendwo sollten die verstreut sein. Oh! Hallo, mein Freund! Da ist einer. Gut, dann einen Trank haben wir auch bekommen. Das gefällt mir. Und down ist er. Und wieder ein Trank. Oh, die Pflegerin aus Erster. So, und jetzt Orti. Ihr seid doch wahnsinnig. Höchste Zeit, all dem ein Ende zu setzen. Ich bin doch ausgewichen. So, die haben alle kein Gold. Die sind alle pleite. Woher kommt denn die Spinne? Alter. Die frisst ihr eigenes Härchen. So. Mann, warum? Beim ersten bekomme ich natürlich etwas und die restlichen, die haben alle keine Kohle mit. So. Ja, daneben gelaufen. Na endlich. Einer fehlt uns noch. Den hoffe ich, bekommen wir von hier. So, und jetzt heilst du aber niemanden mehr. Weil jetzt bist du tot. Und du auch noch, komm. Werde ich doch nicht so. Ich will nur deine Edelsteine. So, ich habe auch Rang 3 bei den Fähigkeiten bekommen. Ob mir das was bringt? Nö, das macht jetzt nur mehr Schaden anscheinend. Und sonst habe ich auch nichts übersehen, oder? Vergesst das immer. Nö. So, da ist auch nirgends eine Himmelsscherbe. Also reiten wir wieder weg von hier. Was, du verfolgst mich? Ja, gut, dann mach das mal. Traut er sich so weit her?
Tatsächlich. Das gibt es nicht, wie weit der herkommt. Jetzt haut er ab. So. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich bin gerade dabei, eine Halskette für Haus Dorell zu machen. Bitte, ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Julien möchte mir Edelsteine schenken? Das ist so süß. Ich war mir nicht sicher, ob er verstanden hat, worauf ich neulich abends anspielte. Aber bedeutet das hier vielleicht, empfindet er am Ende dasselbe für mich wie für ihn? Ah, ich verstehe. Er hat den Hinweis also doch nicht verstanden. Aber wenn er in Gündelin verliebt ist, dann ist das auch wahrscheinlich besser so. Wisst ihr was? Hier, nehmt dieses Teil, das ich für die Dorells angefertigt habe. Ich war schon versucht, es selbst zu behalten, aber vielleicht bringt es Julien ja Glück. Vielleicht sollten wir ihm sagen, dass sie auf ihn steht und nicht unbedingt die andere. Habt ihr sie bekommen? Oh, lasst mich sehen. Ich weiß, dass sie schön sein muss, wenn Kalisar sie angefertigt hat. Die ist perfekt, absolut einzigartig und voll romantisch. Wenn sich Gündelin auch danach nicht in mich verliebt, dann gibt es für uns keine Hoffnung. Was hat Kalisar gemeint? Hat sie sich gefreut, dass ich auf ihr Angebot eingegangen bin? Gefühle? Für mich? Das kann nicht euer Ernst sein. Ich kenne Kalisa schon, seit wir noch kleine Kinder waren. Sie ist wie eine Schwester für mich. Ich liebe sie sehr, aber doch nicht so. Zumindest glaube ich das. Mutter meinte immer, ich wäre in solchen Dingen ein hoffnungsloser Fall. Ich habe Kalisa so noch nie wirklich wahrgenommen. Was meint ihr? War ich die ganze Zeit über einfach nur blind? Ich, Love Dr. Partian LP, sage... dass du Kalisha das geben sollst. Vielleicht habt ihr ja recht. Vielleicht habe ich mich die ganze Zeit über wie ein Trottel aufgeführt und bin Gündelin nachgestiegen, obwohl ich doch die wahre Liebe direkt vor meiner Nase hatte. Würdet ihr Kalisha die Halskette zurückbringen und ihr ausrichten, dass ich mich geirrt habe? So, dann reden wir nochmal mit dir. Vergebt mir meinen Ausbruch. Ich muss mich ganz schön zum Narren gemacht haben. Vergesst bitte alles, was ich euch gesagt habe. Im Ernst? Meint ihr, er empfindet das Gleiche für mich wie ich für ihn? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, ich müsste alle meine Träume begraben und jetzt kommt ihr, um mir zu sagen, dass sie doch noch wahr geworden sind. Richtet Julien aus, er soll zu mir kommen. Ich muss das von ihm hören. Okay. Er wäre zwar nur 3 Meter weg, aber ja. Das kann ich nicht glauben. Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr erkenne ich, dass es so sein sollte. Kalisar war immer freundlich und großzügig. Was habe ich je in Gündelin gesehen? Aber sagt mir, hat Kalisar verstanden? Wird sie mir noch eine Chance geben? In Ordnung. Ich brauche noch einen Augenblick, um mir meine Worte zurechtzulegen. Danach spreche ich gleich mit ihr. Anschließend werde ich mein Versprechen einlösen und mich verpflichten. Nach allem, was ihr für mich getan habt, ist das wirklich das Mindeste. Ihr könnt Hauptmann Taya ausrichten, dass ich bald bei ihr vorbeischaue. Okay. Warum läufst du nicht gleich rüber? Du könntest ihm das sagen. Sagt sie uns jetzt eigentlich noch was? Irgendwas nebenbei? Ich will nicht unhöflich sein, aber ich bin gerade dabei, eine Hals... Ja, jetzt bist du wieder unfreundlich, Bitch. Ich habe euch zusammengeführt. Ihr seht euch besser vor. Habt kein Mitleid mit mir. Ich wusste, dass Julien ein hoffnungsloser Fall war. Ein liebeskranker Mann ist wirklich ein trauriger Mann. Es tut mir wirklich leid. Die Verpflichtung hätte ihn bestimmt auf den richtigen Weg gebracht. Ich kann es nicht glauben. Ich hatte gesagt, ich würde meinen Dolch fressen, oder? Das lasst ihr mir doch sicher durchgehen. Das ist mir wirklich peinlich. Ich finde nicht mal einen einzigen Rekruten und ihr übertrumpft mich gleich mit rein. Keinen, der eure Zeit wert wäre. Und ich habe sowieso schon alle Hände voll zu tun, diese 3 in Form zu bringen. Dem General wird die Kinder darunter klappen, wenn ich mit denen bei ihm einmarschiere. Natürlich werde ich ihm davon erzählen, dass ich Hilfe hatte. Auf noch so einen Auftrag von ihm kann ich gut verzichten. Also so, Leute, wir haben jetzt den Love Doctor gespielt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wie immer sage ich danke fürs Zusehen. Euer Partian LP. Tschüss, Leute.